Herr Präsident, Herr Bundesminister, die Finanzierung des Sozialstaates hängt in erster Linie von der arbeitenden Bevölkerung ab. Je mehr Versicherungsbeiträge und Steuern abgeliefert werden, umso besser ist die Finanzierung gesichert. Umso mehr verwundert es, dass Sie bis dato als Arbeitsminister angesichts von 47 Millionen unbezahlter Überstunden keine Vorschläge präsentieren, wie künftig geleistete Überstunden erfasst und auch bezahlt werden müssen. Meine konkrete Frage, Herr Bundesminister, welche konkreten Maßnahmen werden Sie setzen, um tatsächlich geleistete Arbeit zu erfassen, mit dem damit Arbeitnehmer und Arbeitnehmern, die Ihnen zuständigen, Bezahlung für Ihre Arbeit zu gewährleisten, dass diese Stunden auch tatsächlich bezahlt werden? Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Es ist ja so, dass es klare Regeln gibt, was die Erfassung von Arbeitszeit betrifft bei Unternehmen. Es gibt auch Kontrollen dazu über die Arbeitsinspektorate, über auch andere Kontrollinstanzen, um eben sicherzustellen, dass die Arbeitsaufzeichnung umfassend ist und auch korrekt ist. Es gibt, und das ist ja auch gut so, auch die Möglichkeit, wenn der Verdacht besteht, dass es nicht funktioniert, sich an die Interessensvertretungen zu wenden. Wir haben nämlich einen laufenden Austausch mit den Sozialpartnern, mit dem Gewerkschaftsbund zu diesen Themen und finanzieren ja auch gemeinsam Projekte, zum Beispiel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die besonders gefährdet sind, vielleicht, dass es hier ein Lohn- und Sozialdumping gibt, wie zum Beispiel eben ausländische Arbeitskräfte in Österreich. Und da gibt es zum Beispiel auch fremdsprachliche Beratungsmöglichkeiten, Projekte, die wir in der Vergangenheit unterstützt haben und auch zum Teil noch unterstützen. Ich glaube nicht aus meiner Sicht, dass es im Moment, was die Erfassung durch die Bundesregierung oder durch die öffentliche Hand betrifft, weiterer Maßnahmen bedarf, sondern die Durchsetzung der bestehenden Regelungen im Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz. Zusatzfrage? Ich möchte bei diesem Thema noch einmal nachhaken. Durch die Meldung der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit gäbe es endlich auch konkrete Daten über Teilzeitbeschäftigung. Vielfach sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilzeit beschäftigt bzw. angemeldet, arbeiten aber eine Vielzahl davon wesentlich mehr an Stunden, leisten mehr an Stunden. Und viele sind eigentlich schon fast in der Vollzeit tatsächlich beschäftigt. Sie haben vor einigen Wochen mit der Aussage für Aufregung gesorgt, indem Sie Teilzeitbeschäftigten mit Kürzung oder Streichung von Sozialleistungen gedroht haben. Meine konkrete Frage, was werden Sie unternehmen, damit Teilzeitarbeit für Arbeitgeberinnen wieder weniger lukrativ wird und dadurch auch wieder mehr Vollzeitarbeitsplätze angeboten werden? Ja, also ich möchte nochmal korrekt machen und klarstellen. Ich habe nicht gesagt, dass Teilzeit bestraft werden soll. Ich habe gesagt, wir müssen sicherstellen, dass es uns gelingt, dass Menschen, die Teilzeit arbeiten und das können, und die Voraussetzungen müssen nicht auch zum Teil von der öffentlichen Hand geschaffen werden, aber die das können, dass es für die attraktiv ist, auch mehr Stunden zu arbeiten. Und ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Auf der einen Seite Besteuerung, die Belastung durch Abgaben und viele andere Faktoren, die dazu führen, dass Menschen vielleicht sich für Teilzeit entscheiden, obwohl sie mehr Stunden arbeiten könnten. Es ist aber natürlich auch, und das sage ich immer wieder, eine Aufgabe der Unternehmen. Es gibt tatsächlich Branchen und Bereiche, wo Teilzeit sehr weit verbreitet ist und wo es darum geht, jetzt auch klar darauf hinzuweisen, dass diese Unternehmen, wenn sie über den Arbeits- und Fachkräftemangel klagen, auch Vollzeitstellen oder höhere Stundenausmaße anbieten. Da, glaube ich, gibt es keine Differenz zwischen uns. Ich glaube, das muss die große Herausforderung und die große Aufgabe werden. Es geht aber darum, bei allen Regelungen, letzter Satz, zu schauen, dass es eben auch für Unternehmen diesen Anreiz gibt, aufzustocken.